Der ökologische Fußabdruck unterteilt sich in die vier Bereiche Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum und misst unseren Verbrauch an Umwelt und Natur. Fair wäre es, weil die Erde bietet nicht unendlich viel Platz und nicht unendlich viel produktive Fläche, wenn jeder Erdbürger 1,6 Globalhektar zur Verfügung hätte. Dem ist leider in der Realität nicht so. Zurzeit braucht die Menschheit 2,7 Globalhektar, das heißt, wir überstrapazieren die Erde brutal. Das wird irgendwann dazu führen, dass die Erde reagiert. Wie jeder, der überbelastet wird, eine Zeit lang geht es und irgendwann kommt die sogenannte Retourkutsche. Was immer dann passiert, wir kennen die Themen aus der Klimawandeldiskussion. Also wir verbrauchen viel zu viel und das Unfaire ist, es gibt Staaten, die sind weit unter dem Durchschnitt von 1,6 und es sind Staaten, da gehören wir als Österreicher dazu, die deutlich drüber sind. Wir verbrauchen 6 Globalhektar. Beim Konsum, das ist natürlich dieses Dolce Vita, das süße Leben, sich was gönnen, was genießen. Hier sind wesentliche Treiber unser Papierverbrauch, der damit verbundene Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch. Hier sind natürlich auch Treiber unser Bedarf an Ausstattung, Mobiliar. Und es ist natürlich auch beim Konsum die Anzahl der Produkte und Waren, die wir in unserem Leben nutzen. Also wie viele Hosen zum Beispiel, mal einfach als Beispiel, wie viele Handys, wie schnell wieder jeder ein neues Handy hat. In diesem Bereich könnten wir relativ rasch eine Besserung herbeiführen. Also wenn man jetzt bedenkt, Papierverbrauch ist eine wesentliche Größe, dann verbrauche ich weniger Papier. Also ich drucke nicht alles aus, ich nutze nicht mehr billige Zeitschriften, Prospekte und dergleichen mehr. Also jedes Papier, was nicht produziert werden muss, hilft hier. Papierloses Wirtschaften, papierlose Büros, weniger Ausdrucker, die Digitalisierung, die derzeit stattfindet, hilft hier sehr. Also beim Papier ist weniger Papier verbrauchen. Es ist dann auch eine Entlastung beim Müll, weil Papier, das nicht erzeugt wird, ist auch dann nicht Altpapier, das sich vielleicht im Müll landet und nicht recycelt wird. Beim Urlaub ist es, ja, wie bereits in der Mobilität gesagt, überlegen, wie oft muss ich auf Urlaub fahren, wohin fahre ich auf Urlaub, was ist mein Fahrzeug dorthin, wie lebe ich dort, also wie stark konsumiere ich im Urlaub, was konsumiere ich. Und bei den Hobbys, beim Sport, bei der Sportausrüstung, ja, jedes neue Paar Ski, jede neue Tennisausstattung, jedes Kajakboot führt zu einem erhöhten Fußabdruck. Auch Handys, digitale Medien, aber auch der Konsum von Kleidung spielen eine große Rolle. Die Frage lautet immer, wie viel brauche ich wirklich? Wer mehr über seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck wissen möchte, kann diesen ganz einfach online errechnen. Es gibt wunderbare, sehr angenehm zu bedienende Tools im Internet. Fußabdruckrechner nennen sie die, sind entweder für Erwachsene oder auch für Jugendliche. Es gibt sogar welche für Kinder, weil die Lebenssituationen anders sind. Und da kann man mit wenigen Eingaben darstellen oder erkennen, wie groß mein Fußabdruck aktuell. Da wird man wahrscheinlich etwas bedrückt sein, dass er doch so hoch ist, obwohl man glaubt, vielleicht achtsam zu leben. Und man kann aber sehr leicht, sehr schnell dort eingeben, wenn ich mein Leben verändere, wie wirkt sich das aus und wie viel wird es besser. Und da sieht man auch, dass es wirklich spürbar besser werden kann. Weitere Infos zum ökologischen Fußabdruck finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.